Herzlich willkommen zum Football Manager 2016. Wir sind beim letzten Mal durchwachsen in die Rückrunde gestartet und haben jetzt das Champions League Achtelfinale gegen Rijeka vor uns. Wobei viele Verletzte und Spieler, die nicht registriert sind, dazu ein paar Gesperrte, was bei der Kaderplanung einen Strich durch die Rechnung machen, wie wir jetzt mit dem klarkommen müssen, was wir haben. Nur 6 Wechsler und Nils Petersen sitzt auf der Bank, ist aber überhaupt nicht fit, also muss nur im absoluten Notfall eingewechselt. Nochmal, gegen Rijeka eigentlich immer Favorit, aber auswärts haben wir uns ja des Öfteren schwer getan. Leute, dieses Hinspiel ohne Probleme gewinnen, das wollen wir nicht sagen, weil ich werde es mal nicht unter Druck setzen. Wenn wir unser Spiel spielen, werden wir auch gewinnen. Europa League gucken wir weiter, wie damals gegen, wie beim letzten Mal gegen die Hertha am Ende. In schlechten Tagen traue ich uns auch zu, dass wir die Chancen nicht nutzen und der Gegner geht eiskalt in Führung. Meine Innenverteidigung heute mit Kirchner und Hartmann, die sehr, sehr jung ist. Wie alt ist Kirchner eigentlich mittlerweile? 22, na gut, dann geht es noch, aber Eigengewächs und ein 18-Jähriger. War ja überrascht, dass ich heute Geis und Hartmann nominieren können, dass die schon für Hertha oder Bayern europäisch gespielt haben. Oder Flücke für Mainz. Wundert mich, ja theoretisch also Geis bei den Bayern hätte zumindest eine Hinrunde mal spielen können, europäisch, und dann wäre er für mich raus gewesen. Zumindest diese Saison. Oh, nice. Nakamori ist wieder da. Der Afrika Cup gewonnen, Nakamori und Watanabe. Watanabe als Stammspieler, Nakamori auf der Bank. Größtenteils, kam dann aber in jedem Spiel rein. Ja, Watanabe hat deswegen auch noch Urlaub. Cavalli ist auch schon wieder da, aber der ist auch auf der Bank. Der hat das Afrika Cup Finale leider verloren. Also was ich gesagt, Japan, die haben den Asien Cup gewonnen, nicht den Afrika Cup. Natürlich grafisch ganz schlecht. Becker nie die Hand heben, sondern rangehen. Interessiert mich das. Enmeier, eine Chance des Gegners, ein Tor. Gegen Leverkusen führt Leverkusen, unser potenzieller Gegner im Achtelfinale. Weiter so verteidigen, wird es kein Achtelfinale geben. Oh, Freunde, was soll denn das? Mann, ey! Zweite Chance, zweites Tor, weil die pennen oder was? Henrik Gulden, den kenne ich auch noch. Unglaublich, ey. Drückend überlegen und nehmen uns selbst die Butter vom Brot, weil wir zu dumm sind. Und links wieder jede Chance gegen uns ein Treffer. Der ist auch. Eine Niederlage kann ich nicht akzeptieren hier, das ist ganz klar. Eigentlich müssten wir hier auch gewinnen, um im Rückspiel relativ souverän stehen zu können. Aber man sieht wieder, der Gegner macht 2 Chancen, macht 2 Tore. Wir haben auch nicht viel mehr Chancen. Katastrophale Abwehrleistung. Ja,
Letztes Jahr sind wir nicht gut drauf, das muss man sagen. Ja, Kirchner, du hast genug gespielt. Jetzt muss man bei Kirchner anerkennen, dass nicht reicht für die erste Mannschaft. Er hat den Bonus, ein Eigengewächs zu sein, aber vielleicht ist das auch nächstes Jahr nicht mehr so aktuell. Müssen wir mal gucken. Er hat die letzten Spiele alle enttäuscht, die er gemacht hat. Oh, sehr schön, Nakamori direkt nach der Rückkehr. Innenpfosten rein. Das wird sich doch gleich noch rechnen, dass wir gerade Innenpfosten reingetroffen haben. War doch hoffentlich auch Innenpfosten rein. Wir haben europäisch noch nie eine K.O.-Runde, sind wir noch nie weitergekommen. Im 16. Finale vor 2 gegen Valencia war Schluss, jetzt in der Champions League gegen Paris. Ich bin es gewohnt, wenn Schlüssel sehen, der Freistoß geblockt wird, geht er rein oder an Pfosten, aber jetzt war es ja hier, hier ist er immer, geht er irgendwie an die Mauer. Ein Konter. Becker, Junge. Also ein drittes Mal schießen, wird das dritte Mal klingeln. Oh, Flücke, sehr schön, erstes Tor. Die Stürmer scoren. Da sind sie auch da. War ja auch noch ein Tor. Gegner, Leute, muss das denn immer sein? Sehr schön. Einwurf nicht zum Gegner gespielt, Becker, sehr schön. Einwurf habe ich mir bisher nie eine Platte gemacht, wie ich die ausführen will, wer die ausführen soll. Jetzt soll ich mich darum auch mal kümmern. Ein Wort auf weiter Flur. Mann ist mal mit am fittesten. Wenn ich irgendwann nach der Saison abgeben will, derzeit ist er noch Hauptkader und der spielt dann natürlich auch ab und zu. Je nachdem, wie wert ich ihn schätze, wird man sehen, wie häufig er in der Startformation steht, aber Kind mehr fressen. Wir haben mal 2 Tore Vorsprung, dann müssen wir zu Hause 3-0 verlieren, um auszuscheiden. Alles zu.
2-1 haben wir Moral gezeigt, sind gut zurückgekommen und jetzt gewinnen wir das Spiel ja. Sehr schön. 4-2. Sollten wir im Rückspiel eigentlich alles klar machen können. Vielleicht. Leverkusen hat auch gewonnen, steht nicht zu einem deutsch-deutschen Duell fast mehr entgegen. Leistung ist ja so durchwachsen. Haben wir eigentlich auch nett umschrieben. Und Scheidemann immer besser wird. Jetzt geht es gegen Darmstadt, ein Team, was uns letztes Jahr zu Hause ziemlich geärgert hat. Und auch dieser wieder überraschend gut dasteht. Also uns eventuell auch wieder Probleme bereiten kann. Punkte abknöpfen, was ich nicht will. Das Feld ein bisschen ins Herz, ich gemeint, da gehen alle zusammen. Mittlerweile Schalke, Bayern, Leverkusen haben sich ein bisschen abgesetzt. Aber doch nicht zu selbstsicher auftreten, das ist sowieso ein Problem bei uns. Oder hier werden immer kleiner. Rijeka und Darmstadt werden sich nicht groß unterscheiden von der Klasse her. Wir können es kaum erwarten, nicht auf dem Platz zu stehen. Wichtig war für mich gerade, dass wir auswärts gewonnen haben. Ganz paar Tore geschossen haben. Dass Nakamori sich zurück eingefunden hat, war super. Und es wäre für mich wichtig gewesen, wenn die Innenverteidigung aus Kirchner und Hartmann gut harmoniert hätte. Hat sie ja leider nicht. Regensburg auf Relegationsplatz auf Platz 7. Die zweite wird dieses Jahr die dritte Liga gewinnen. Ich wollte mal gucken, wer in der zweiten Mannschaft eigentlich so in der Startelf steht, jetzt wie ganz viele Leute wieder abgegeben haben. Gehen erst zur neuen Saison, das ist wahrscheinlich der Grund. Und Larsen, Zickert, Spalt, Ruiz, Amos. Ein ganz schön Aderlass geben. Sorry. Mal gucken, ob den die zweite nächste immer noch so gut sein wird. Dann kommt ein Carsten Kirchner wieder dahin. Weiter so eine Leistung liefert. Schalke hat gewonnen. Karlsruhe überraschend weiter Fünfter, die brechen nicht ein. Karlsruhe und Fürth, zwei starke Aufsteiger, die dieses Jahr die Liga bereichern. Karlsruhe, gut, ich denke mal, die werden damit doch nicht in die Europa League kommen, aber. Wer weiß das schon? Bayern spielt gegen Dortmund. Wer ist denn heute da? Gucken wir mal Lukas los, dann kommt ein Cavalli wieder. Callum Gribble. Scheidemann bleibt drin. Neben Scheidemann stelle ich auf Hannes Geis. Von Nakamori und Petersen. Wir werden die Zentrale stellen, dann lasse ich. Ich stelle bis jetzt Bruno auf die Bank, dann geht das.
Ostschläg Linksverteidiger. Klostermann für Hartmann. Ich gebe Kirchner noch eine Chance. Aber die muss er jetzt auch langsam nutzen, sonst schwimmen seine Fälle auch langsam davon. So, Jay macht dann in der Europa League wieder mit. Hier gibt es auch auf der Bank. Mario Götze, Patrick Fritsch. Also Patrick Fritsch könnte auch spielen. Fritsch für Kirchner. Götze für Flücke. Können wir mal anfangen. Wahrscheinlich muss ich Klostermann irgendwann auswechseln. Kriegen wir hin. Theoretisch müssten wir das Spiel gewinnen, aber wir haben letztes Jahr gegen Darmstadt richtig Probleme gehabt zu Hause und dann dumm Ausgleich kassiert kurz vor Schluss und das hat mich sehr aufgeregt. Das ist ein Spiel, wo man es vornherein weiß, man kann es nicht verhindern, dann passiert es auch genau so. Ich hoffe, das können wir heute verhindern. Genauso weiter wie im letzten Spiel, wir sind offensiv. Die Offensiv darf das gerne ein bisschen stabiler sein. Jemand von mir, Strebinger im Tor nicht. Auke Wahl, Tim Leibold, Luis Holtby, Rikic, Lukas Rupp, Thomas Eisfeld, Ibobi und. Nee, alles nix. Moritz ist immer noch Top-Torschützmeister. Flücke hat 9 Tore von Mainz mitgebracht. Petersen hat 9. Nakamori hat immer noch 10. Petersen war eine Weile verletzt. Nakamori war im Afrika Cup. Jeder hat so seine Probleme. Das war der Posten. Mann, ey. Gut, da wissen wir schon, wie es laufen wird. Ja, es läuft gegen Darmstadt, so wie es immer gegen Darmstadt läuft. Elfmeter. Handspiel oder was war das? So, komm, jetzt schießt man einen Elfmeter. Ich hatte ja dies Jahr jeden verwandelt. Verwandelt wieder. Aber er musste auch so schießen, der Keeper war fast dran. Und der trifft auch in seinem dritten Jahr, das ist bei mir zweistellig. 50. Ligator, seit er wieder da ist. Der wird immer schlechter, der wird von nächstes Jahr keine bedeutende Rolle mehr spielen. Noch keinen neuen Vertrag. Abstauben, ja, ich wollte sagen, das müsste aber mal ran. Könnte dann nie laufen lassen. So, Ostschulek, zweite Saison gerade. Trifft nie die Hütte und dies war schon zum zweiten Mal. Gut, den hätte ich war auch mal reingemacht. Man muss vorher sagen, wie er der Strebing an den Ball von Fritsch hält. Das ist für mich extra klasse. Achso, das war auf der Linie. Es sah aus, als ob er den noch erwischt hat. Gut. War es trotzdem fast dran. Wieder ein Konter ein, Leute. Ist das denn zu schwer zu verteidigen? So langsam rege ich mich wieder sehr auf. Das ist eigentlich nicht gut. Das ist mal ein Zeichen dafür, dass ich überspielt bin. Weil ich rege mich in unwichtigen Aktionen auf. Und der Fußballgott erneut 3-0. 11. Saisontor. Der kann es auch ohne Elfmeter-Tore. Und 11. jetzt, sein 7. ohne Elfmeter. Dann leistet man auch immer schlechter. So, dann haben wir ein ernstes Wort mit ihm reden. Wie vorbereitet von wem sonst? Vom Top-Vorbereiter der Liga. Petersen zieht an Nakamori vorbei und ist wieder auf Platz 1 der Torjägerliste bei mir. Wie auch die letzten beiden Jahre. Lehnt euch nicht zurück.
hätte gleich doch Bruno bringen sollen, der darf ja in der Europa League nicht spielen. Deswegen habe ich heute auch Geist drin. Plus 40 Tordifferenz, das ist atemberaubend. Bayern liegen auch in Führung. Die Bayern kommen ja noch zu uns, am letzten Spieltag fahren wir zu Schalke. Weiß, da geht noch was. Bruno geht mal nicht in Sturm, sondern an die Seite. Ich mal einen Hartmann-Zucken wieder probieren. Oh, Nakamori verletzt sich in dem Moment, wie ich einen anderen auswechsel. Das kann ja nicht wahr sein. Na komm, Nakamori, ist egal, dann nehme ich die auch gerne raus. Ich finde, souverän runter machen nicht mehr als nötig, wie es aussieht. Pferd springt nur so hoch, wie es muss. 3-0. Ja, schon bald immer wieder zu 0. Pflichtsieg, muss man sagen. Bayern hat damit noch höher gewonnen. Legt einfach immer weiter auf. Wie mit dem Sieg. Ballbesitz ist immer gut. Offensiv ist auch immer perfekt. Nun zu dir. Du warst im letzten Spiel super, aber deine Trainingsleistung ist ja absolute Katastrophe. Ich meine, muss sagen, so offen seine Werte schlechter werden sein. Trefferrate ist wirklich atemberaubend. Ziehen wir mal die 4 Elfmeter ab, hat aber noch 7 Tore in 12 Spielen. Das ist für den Stürmer auch super. Jetzt ging Jäger niemand für Mainz schon, das ist ganz klar. In Mainz auswärts haben wir letztes Jahr, glaube ich, verloren. In der drittletzten Spieler fast die Meisterschaft noch abgegeben. Und danach habe ich sie, glaube ich, abgeschrieben. Und wenn ich an, dass Schalke da auch verliert. Und dennoch Jäger jetzt. Europa League sind so wichtige Spiele. Da kann ich nicht abschenken, auf immer 4-2 das Hinspiel gewonnen haben. Die ganzen Alten bei mir ein Comeback verdienen. Da nicht unterschätzen. Zuversichtlich. Geld habe ich jetzt eigentlich noch zur Verfügung. Wollte ich beim letzten Mal mich um die zweite Mannschaft kümmern, habe ich es vergessen. Mache ich jetzt mal. Ich mache jetzt mal einen Plan für die zweite Mannschaft. Das habe ich für die erste Mannschaft gemacht. Wollte ich schon mal machen. Also wer nächstes Jahr noch da ist. Torwart ist nächstes Jahr immer noch Frommann. Und Ersatztorwart ist nächstes Jahr wahrscheinlich dann Daniel Mason. Verdient nur 250.000, das kann ich mir leisten. Zickert ist weg. Bitroff ist auch weg nächstes Jahr. Haben wir LV Koch. Mehr Linksverteidiger Michael Agel. Eher links oder eher Innenverteidiger? Der Innenverteidiger. Oh, also ich muss mir dringend nur Außenverteidiger kaufen. LV, IV, Agel. Ja, Totaler bleibt auch.
wenn ich immer gucken muss, wenn die älter als 23 sind, können davon eh nicht so viele spielen. Luis Amos geht, Sascha Thiessen bleibt. Eisfeld kommt nächstes Jahr wieder. Also bleibt doch erstmal. IV Eisfeld. Nicht wie in der ersten Mannschaft, wer da verliehen ist, kommt nie wieder. RV Sayet. Du bist ja nicht nominiert. Achso, es geht um die Europa League, okay. Wie gesagt. Angmann schreibe ich mal nicht auf. Ordolides ist weg. Viktor Timme nächstes Jahr. Del Rosario, kannst du was? Trotzdem erstmal da. Jetzt wird das noch was mit dir. Jedes Jahr bleibt auch. Jakob Robert. Klar. Ja. Maxi Morales nicht. Und Larsen nicht. Raul Martinez, der auch nicht. Flair McIntyre kriegt auch keinen neuen Vertrag. Justin Arndt kommt wieder. Mal gucken, schreibe ich mir erstmal auf. Mavididi auch nicht, der soll auch gehen. Nathan Yates. Auch gehen. Danny Bernhard soll natürlich bleiben. Marco Ulrich soll auch bleiben. Edmund Nika. Ja, auch erstmal bleiben, aber Stürmer Nika. Da habe ich derzeit 4, 8, 12, 16 Spieler, das ist ein bisschen wenig. Gut, dazu habe ich natürlich Torwart Pikarski aus der zweiten Mannschaft, der nächstes Jahr aufrückt. Vielleicht übernimmt er auch für Mason. Wann wirst du 17? Im Juli. Ich habe 2 Keeper, die ich hochziehen kann. Schreibt mir jemand Torwart Witt dahinter. Der kommt nicht mehr wieder, ist klar. Kevin Metzger ist ein Innenverteidiger für die zweite Mannschaft. Mederipur, klar. WM. Medipur, nicht Mederipur, sondern Medipur. Ich habe mal übrigens auf Screenside gefüllt, falls euch fragt, wie man das machen kann. So. Du bist auch 17 nach Saisonvorbereitung, nehme ich dich auch mal mit hoch, ZM Elisen. Die Frage ist natürlich, ob der nominiert werden darf Ende Februar, ansonsten darf der erst zur Rückrunde mitspielen. Fragezeichen dahinter. Also merkt sich doch so aus, als ob ich noch bleibe in Cottbus. Wie ihr seht, wie ich mich hier vorbereite. Du wirst bald 17. ZM Link. Was ist denn heute los hier? Sorry. Kann nicht wahr sein. Josef Schuster. Ja, noch einen. Also ich könnte die ganzen U19 Leute hochziehen, dann hätte ich natürlich in der U19 keine Spieler mehr. Das ist schlecht. Die wollen wir nicht. Manchmal sind da gut Leute dabei, wenn du die hier bekommst, New Gen. Ich glaube, das ist nämlich vorstellungsmäßig, kann man sich das, die im Probetraining dabei sind. Ja, ZM Brodde. Wirklich sollten nicht so viele meiner rechten Spieler, die U19 Spieler, die ich hochziehen will, sollten wirklich nicht so viele sein. Dedel ist dann weg nächstes Jahr. Dominik Burmeister, das ist auch erst im dritten. Ich lasse mal weg. Leon Günther. Ah, ist gerade erst 16 geworden, also sowieso noch nicht verfügbar. Aki Dömnes. Wird hier 17, könnte ich mir aufschreiben. Mit der U19 sind das natürlich einige Spieler. Nach 20-Jährigen, weil der Vertrag ausgelaufen ist. Nationalität ist deutsch. Ich habe sicherlich den einen oder anderen. Habe ich was abgegeben. Scout, wenn die mehr als einen Stern haben,
Potenzial ist für die zweite Mannschaft vollkommen ausreichend. Planungen, die ich bisher sehr abschleifen lassen, das aber auch mal kümmern müssen. Sternepotenzial eventuell. Das heißt, zweite Mannschaft. Nämlich nicht. Zu Hause richtig untergehen, um auszuscheiden. Nichts, was ich meinem Team nicht zutraue, aber eigentlich sollte das funktionieren. Watanabe ist wieder da, dann kriegt er gleich mal Spielzeit. Becker. Hartmann auf die Bank. Ja, sie Bayern und Ace in Sturm. Kamori auf die Bank. Glück auf die Bank. Götze übernimmt Föksuxa. Was ist denn heute los hier, meine Herren? So, Angmann übernimmt für Scheidemann. Ngawali auf die Bank. Können wir es machen. Ich mach wieder weiter. Für der Maßgabe ein Ausscheiden wird nicht toleriert. Hauptsache Merkel geht schon auf den Wettbewerb. Ich habe ja gesagt, das ist wichtig. Wenn wir schon der Champions League ausscheiden, unglücklich, dass wir sich dieses Jahr hier besser präsentieren und nicht gleich in der ersten Runde wieder die Segel streichen. Ich wollte dann weiter schauen. Dann kommt es hoffentlich zum deutsch-deutschen Duell. Cottbus gegen Leverkusen. Wir haben gesehen, wie schnell die Tore schießen können, wenn die wollen. Angmann hat schon gelb, läuft ja wieder. Und selbst in Unterzahl funktioniert das 4-2-4. Gut, wir haben gesehen, in Köln, da konnte man Unterzahl ausgleichen. Sonst, wenn wir führen und in Unterzahl sind, konnten wir auch immer noch ein paar Tore hinterher schieben. Meistens stehen wir dann sogar stabiler.
vergesse. Ich wollte mal in die U19 gucken, wie viele Hoffmann so Spielzeit bekommen. Ich habe ganz vergessen. Scheint regelmäßig zu spielen in Karlsruhe. Ich dachte ja früher auch, der ist vor Hannover. Also in Hannover war er, dass er vorhin in Karlsruhe war, dass er zum Jugendverein zurückgekehrt ist, aber es war Duisburg, wo er vorher war. Und ich alles verwechselt. Das richtige Tor, wenn wir nicht wirklich Chancen haben. Champions League haben wir auch gegen Celtic auswärts gewonnen, zu Hause verloren, gegen Bern auswärts gewonnen, zu Hause nicht gewonnen. Ich habe noch gesagt, in Unterzahl spielt es sich besser. Becker wohl beherzigt, das ist glaube ich nicht seine erste rote Karte, weil ich bin schon weit in der Rückrunde. So, Becker. Ich weiß nicht, was ich eingestellt habe mit diesem Taktik. Ich habe keine Ahnung. Letztes Jahr haben wir eine einzige mit zwei gelb-rote Karten bekommen, sonst nichts. Dieses Jahr kriegen wir nur noch rote Karten. Ich habe nichts verändert bei den Anweisungen, gar nichts. Ich habe keine Ahnung, warum die meinen, hier steht vor mir nicht reingegangen, warum die meinen, so eine Scheiße machen zu müssen. Verstehe es nicht. Aj, tut mir leid. Das kostet Becker jetzt natürlich Geld. Der zerläuft 2-0, 1-0, Angmar. Eigentlich wechselte Klostermann als Vorbereiter. Angmar hat schön davon gestohlen. Fuchs, du hast die ganz gestohlen. Angmar, du hast dich davon gestohlen. Mach ihn einfach rein. Genau. Leverkusen steht schon 2-0. Wir sind Walter. Der heißt einfach nur Walter. Wie meine einfach Bruno heißt. Meistens haben die ja dann noch zwei Vornamen oder so. Der Bonus der Vorname steht einfach so auf dem Trikot, weil es sonst zu lang sein würde. Wenn die Marcos de Alvarez Zusatte, wie auch immer heißen. Vielleicht bleibt so weit, da war abgeblockt, aber schießt der nie daneben. Vielleicht platzt aber sie bei auch der Knoten in der Rückrunde. Einziger Stürmer, der noch ohne Tor ist. Nakamura hat in der Europa League schon getroffen, in der Liga auch noch nicht, aber da hat er auch das Endspiel gemacht. Da war zweimal Petersen und einmal Ostschulek heute der Fall. Schade. Ist der Hartmann schon gelb hat und der Angmann. Ich habe hier richtig Angst, wenn wir zu 9 sein. Und wenn wir jetzt wirklich noch in der Fliege sind, wir zu 9. Und dann kann es wirklich sein, dass wir hier noch in diesen Probleme kommen. Ausschlag und Ausschlag hat immer gelb. Ich frage gar nicht, warum er schon wieder gelb hat. Ausschlag ist der Joni Kauko der erste sein. Immer gelb. Leg rüber oder mach ihn rein. Das war schlecht. Jeka ist kein Freund des langen Balls, sondern die spielen lieber gepflegt hinten raus. Das finde ich gut. Klostermann gerade vorne die Großchance verursacht und jetzt ein Elfmeter. Die Großchance vergeigen jetzt ein Elfmeter. Ich meine, das war ja selten dumm gerade.
Gucken wir nochmal. Spät, Moment. Hartmann Grätsch und Klostermann Grätsch. Ja, dass einer von beiden den Mann umhaut, ist aber selbstverständlich. Ostzulek, jetzt hör auf dich zu beschweren, du hast schon gelb. Alles gleich. Gegner wieder ins Spiel zurückgebracht, das können wir ganz gut. Nicht genutzt werden, das ist jetzt erstmal nicht so wilde. Ich darf sie halt nur nicht rächen dann. Also wenn man nach 4-2 Hinspiel-Sieg und dann 1-0 Heimspielführung ausscheiden, brennt ja wirklich die Luft. Das kann ich natürlich ankündigen. Wir haben beschwerlich nicht den Vorteil. Man kam rein, hat 1-0 vorbereitet, hat vorne die Großchance vergeben, für Mittag verursacht. Also er ist sehr auffällig heute. Also ich mache jetzt mal einen Schein, wir gucken jetzt mal nur Schlüssel 10. Ich würde sagen, ich schaffe es wieder aus zwei Chancen, zwei Tore zu machen. Aber schaffen sie nicht. Vorsichtig. Können wir noch nicht wechseln? Ruhig durch, werde ich aber jetzt mal sagen. Keine rote Karte mehr bekommen, aber sind sie ja dann gesperrt gegen Leverkusen. Das macht sie auch nicht leichter. Wir sehen davon, dass wir dann heute zu 9 noch ein richtiges Kampfduell hier noch erleben. Reka braucht nur 3 Tore, wenn die 2 Mann mehr sind, ist das doch möglich. Watanabe, Sibaya. Ernst ist denn nie. So, jetzt sind wir hier mal aus. Nach derzeit der Profiteur von Adara Biogios Verletzung. Wenn ich einen unendlichen Spielstand zu gewinnen, muss ich eine Siegprämie zahlen, krieg aber weniger Geld. Hier zu Ende. Nächste große Chance dahin. Sollte liegen lassen, ja. Wenn es jetzt wirklich, wenn das ein einziges Spiel wäre, hätte ich gesagt, ein 1-1, ist doch schon wieder lächerlich. So sind wir ja trotzdem noch locker weiter bisher. Hat er noch gefehlt? Also 5 Großchancen muss eigentlich 2 Mal Posten ran. So. Ich muss 10 gegen 10 weiter. Thank you.
Wir wechseln schon mal zu den neuen weiter. Ich glaube doch nochmal, dass wir das Spiel gewinnen. So, die sind nur noch zu neun. Noch eine Chance weg, also es war wieder Pfosten, okay, ich wollte sagen, noch ein Pfosten-Treffer muss ja sein. Dann sah es wie gehalten, aber ein Pfosten-Treffer. Also zu Hause mit der Nationalgeschäft läuft es sicher nicht. Zu Hause gegen Celtic verloren, gegen Bern nur 0-0, gegen Madrid verloren, die auch nur ein Unentschieden. Wenn es chancenmäßig so wie gegen Bern ist, wo man eigentlich gar nicht weiß, warum wir nicht führen. Und ich wollte nicht mehr nach vorne. Immer keine Leute mehr vorne. Offensivsten sind die drei Mittelfeldspieler. Belagert nochmal den Strafraum. Nochmal eine Chance liegen. Gespielt, wir haben das Hinspiel gewonnen, dann reicht das. Lief natürlich viel zu wenig heute bei den Chancen. Katastrophale Chancenverwertung. Aber wir stehen im Achtelfinale, das zählt. Du wirst gleich dafür bezahlen, wenn es nicht leichter gemacht hast. Den Spiel ist diesmal in Cottbus, was die nächsten Runde betrifft. Ramon Pardo. Schade. Die Geschichte schnell abhaken können. Zufrieden mit der gezeigten Leistung. Zeigt mir, dass sich reinhängen. Schon von Spiel zu Spiel. Schrecklicher Zweikampf. Ein sehr guter Spieler. Weil er trotzdem ein sehr guter Spieler ist, obwohl er den entscheidenden Gegentorfehler gemacht hat, ist das doch eigentlich eine gute Sache. Wenn die Zeit schon rum ist. Okay. 48 Minuten, das heißt, wir spielen nicht gegen Mainz in dieser Folge mehr. Also beim nächsten Mal. Dann ist Augsburg woche. Dann kommt zuerst Augsburg im Pokal zu uns und dann kommt Augsburg in der Liga nochmal zu uns. Dann können sie drin in Cottbus im Hotel Radisson einmieten und dann können sie dort bleiben. Schalke hat verloren. Wie auch Wolfsburg zuvor schon die Bayern geschlagen hat. Natürlich gut für uns, denn in der Champions League sind dieses Jahr nur die ersten beiden, die er qualifiziert. Top-Story. Die Top-Story. Naja. Ein Freitagsspiel gibt, ist das natürlich die Top-Story. Überraschenderweise. Ach, mein Sven hat die Bundesliga. Ich wollte sagen, war nicht erst vor ein paar Folgen, mein Sven hat zu spielen. Ein Kommentar. Ich glaube nicht, es spielt keine Rolle, wann gespielt. Wenn wir nicht gewonnen hätten, hätte ich gesagt, es ist wichtig, dass wir jetzt erst spielen. Ich glaube, da überhaupt optimistisch, wir haben andere Spieler. Ich verstehe, dass man uns das Favorit sieht. Wir haben keine zweite Garnitur, noch viele Optionen. Ich hoffe, dass wir doch sehr sicher an Patricks Leistung erinnern. Wir sind einfach perfekt für Auswärtsspiele aufgestellt. Zeigt gute Leistung. Ich bin auf ein schweres Spiel vorbereitet, aber ich kenne meine Spieler und glaube an ihre Qualität. Also wir sind weitergekommen in der Europa League gegen Rijeka, war zu erwarten. Aber es war doch schwerer, als ich dachte, vor allem, weil wir Chancen einfach liegen gelassen haben. Weiter verliert. Und ja. Liga hat Petersen denn.
Form zurückgefunden, hatte ich zweistellige Saisonanzahl wieder, also zweite Trefferanzahl in der Liga. Nach 21,90 wieder jetzt derzeit bei 11. Baut damit weiter an seinem Denkmal als erfolgreichster Schütze des Vereins. Das hat er schon von Irrgang sich geholt. Und hängt natürlich jetzt immer weiter nach oben. Dann kurz ein paar Tage ist immer, wenn einer eine Grippe hat, hat er alle anderen angesteckt, aber das funktioniert. So. Ausgeglichen. Machen wir nochmal eine Fitnesswoche, wenn hier noch Testspielzeit ist. Das Heimspiel gegen die Bayern wird dann sehr wichtig werden. Dann entscheidet sich dann, ob wir uns weit absetzen und dann die Meisterschaft wahrscheinlich relativ früh eintüten oder ob wir sehr lange zittern müssen. Wann ist das Spiel gegen die Bayern? Hier. 5 Spiele vorher, 6 Spiele vorher. Flücke darf gegen seinen Ex-Feind natürlich spielen. Wie Nakamori und Ajay. Andres Bruno, Nakamori und Bruno. Petersen sitzt hier auf die Bank. So. Kirchner und Klostermann in der Mitte. Bauer links. Becker sitzt nach seinem Aussetzer beim letzten Mal auf der Bank. Scheidemann für Angmann, habe ich Scheidemann Watanabe, mein eigentlich Stamm-Mittelfeld-Trio. Zuxa, Götze, Geis mal mit auf die Bank, also Geis für Angmann auf die Bank. Sibaya, Ajay. Götze doch am besten beraten. Wenn Gribben raus müsste, dann spielt Zuxa. Ribbon nehme ich Ajay mit auf die Bank. So, Watanabe ist auch nicht fit und Klostermann auch nicht. Das finde ich schlecht. Und für Watanabe kriege ich doch, nehme ich doch Ribbon mit rein. Klostermann wird das schaffen. Bin ich überzeugt. Das war's. Wir sind in der Europa League im Achtelfinale. Stehen in der Liga weiter gut da. Und beim nächsten Mal schauen wir mal, ob wir nicht im DFB-Pokal auch eine Runde weiterkommen und in der Liga weiterhin erfolgreich sind. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.